Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Pillars of Eternity. Und unsere aktuelle Aufgabe, apropos aktuelle Aufgabe, wo ist denn unser Questlog? Ist das unser Questlog? Eure Krankheit ist plötzlich über mich gekommen. Der Karawanenmeister hat mich dazu gedrängt. Dazu gedrängt? Gedrängt heißt das. Wir sollen also sammle zur Zubereitung einer Arznei einige Frühlingsbeeren ein. Okay. Das bedeutet, wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Nee, wir möchten gerade erstmal, wir möchten keine Supplies. Die Erkundung der Spielwelt ist in Pillars of Eternity ein entscheidender Faktor. Öffne während deiner Reise durch östlichen Abschnitt die Gebietskarte, um festzustellen, welchen Teil der Karte du bereits besucht hast und welche Gebiete noch erkundet werden müssen. Ja, nee, ich wollte mich hier nämlich gerade mal. Da ist direkt jemand. Ich wollte mich hier direkt erstmal ein bisschen umgucken. Finde mit der Grafik immer noch sehr interessant, dass es so auf der höchsten Zoom-Stufe halt ganz schön schäbig aussieht und dann so ab Mittel, sage ich mal, sehr gut. Guten Tag, wer sind Sie denn? Aha. Schatten ist auch interessant. So, wir wollen uns ja hier umgucken, um diese komischen kleinen Bären zu finden. Was haben wir denn da? Admeths Wirt. Admeths Wirt scheint mir allerdings nichts zu sein, was wie unsere. Dieser Pfad. Okay, hier sollen wir also nicht hingehen, wahrscheinlich, weil es eben zu weit vom Weg abkommt. Huh. Pillars of Eternity verwendet für den Kampf ein pausierbares Echtzeitsystem, weil du oft mehrere Charaktere gleichzeitig kontrollieren musst. Ist es ratsam, das Spiel zu pausieren, Befehle zu erteilen und dann das Spiel in Echtzeit fortzusetzen, um zu sehen, wie die Befehle ausgeführt werden. Das Optionsmenü enthält auch viele Möglichkeiten, das Spiel automatisch pausieren zu lassen. Okay, vielen Dank. So, du greifst den Wolf an und du greifst auch den Wolf an. Alle Charaktere im Spiel, Freund wie Feind, haben vier primäre Verteidigungen. Gegen Angriffe. Abwehr, Tapferkeit, Reflex und Wille. Diese Verteidigungen basieren auf den Attributen des Charakters, seiner Stufe, seinen Gegenständen und anderen Effekten. Erfolgt ein Angriff, wird die Genauigkeit mit den jeweiligen Verteidigungen verglichen. Wenn die Genauigkeit unter der entsprechenden Verteidigung liegt, wird der Angriff mit einem Malus belegt und verfehlt mit höchster Wahrscheinlichkeit sein Ziel. Liegt die Genauigkeit über der entsprechenden Verteidigung, führt der Angriff mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem kritischen Treffer. Okay, vielen Dank. So. Jetzt nehmen wir mal ihn und gucken, was er so machen kann. Er kann hier Gaunt's Schwur, 2 pro Ruf, stellt mit jedem Einsatz eine geringe Menge der Ausdauer des Trägers wieder her. Niederschlag würde ich jetzt mal aktivieren. Und was kann sie? Sie kann auch den Niederschlag. Man kann mit ihr reden und Waffensets. Ah, okay. Gut, dann lasse ich erstmal wieder los. Viele Zauber und Fähigkeiten in Pillars of Eternity können nur begrenzt oft eingesetzt werden. Eine Fähigkeit, die ein Limit pro Begegnung hat, wird nach dem Ende des Kampfes wieder auf die maximale Anzahl der Verwendungen zurückgesetzt. Fähigkeiten, die ein Limit pro Ruhepause haben, werden erst wieder zurückgesetzt, wenn du dich in einem Gasthaus ausruhst oder Rastvorräte verwendest. Aha. Ist sie jetzt direkt umgefallen? Hat sie hier einen Schlag abbekommen oder wie? Interessant. Ich dachte, die greift den dauerhaft an, aber es scheint nicht so zu sein. Ah, doch, jetzt. So, hier mach mal Niederschlag. Ah, okay, hier läuft so eine Leiste ab. Alles klar, langsam verstehe ich das System, denke ich, grundlegend. So, und das war's auch schon. Und der Wolf, der hat was dabei. Nämlich Wolfshaut. Die können wir wahrscheinlich später irgendwann mal noch gebrauchen. So, ah, hier drüben ist so eine Beere. Wenn du Quests erhältst, wird dein Tagebuch mit einer relevanten Information aktualisiert. Wenn du einmal nicht weiterkommst, öffne das Tagebuch, um deine Notizen zu lesen. Alles klar. Kalisa sagt: Für den Rest der Karawane bist du eine Art Geheimnis. Nach dem, was ich so höre, bist du nur sowas wie ein
Eine Nomadin. Ich bin keine Nomadin, ich bin ein männlicher Mann. Okay. Die Art von Dingen, das meistens mit Weisen geschieht. Sicher, ich spaziere in die Leben von Narren, schwatze ihnen ihr Geld ab und ziehe mich da wieder zurück. Muss man auch sein, wenn Leute nach einem suchen. Das geht dich nichts an. Na, nehmen wir das. Ach ja? Und wie bist du dann hier gelandet? Ich brannte das Waisenhaus nieder und verschwand dort, solange ich noch konnte. Nein, natürlich nicht. Ich hatte noch nie einen Ort, den ich zu Hause nennen konnte, bin immer noch auf der Suche. Drittens, ich bin ein selbstgemachtes Waisenkind. Meine Eltern haben das bekommen, was sie verdienen und jetzt lasse ich all das hinter mir zurück. Oder, das geht dich nichts an. Nein, wir sind ein netter Typ und deswegen, wir hatten noch nie einen Ort, den wir zu Hause nennen konnten und wir sind immer noch auf der Suche. Dann hast du aber viel auf dem Herzen. Hoffentlich läuft letztendlich alles gut für dich hinaus. Meiner Erfahrung nach ist das aber nicht immer der Fall. Vielen Dank, nette Kaliska. Kaliska nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war. Aber gefallen hat es mir immer. Fürst Raedricks Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Es ist ein Angebot, das man sich nur schwer entgehen lassen kann. Was für ein Angebot? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich hätte nicht viel drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, wir hatten noch nicht viel drüber nachgedacht, weil wir noch gar nicht wissen, was das ist. Hilfe, Entschuldigung, da hat der Schnupfen gerade mal zugeschlagen. Kaliska, damit ist kein Schaden verbunden. Man könnte den Ort auch zuerst besuchen. Da du hergekommen bist, musst du einen anderen Plan im Sinn haben. Hoffentlich werde ich jemanden treffen und mich verlieben. Was? Nein. Nein. Wahrscheinlich dieselben Dinge, die ich früher auch getan habe. Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach einem Abenteuer, in Schwierigkeiten zu geraten. Das erwarte ich. Ich werde ein paar neue Freunde finden. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun werde. Freunde finden. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn man hier draußen überleben will, geht es weniger darum, was man weiß, sondern über wen. Aha. Kaliska, du redest in Rätseln. Egal, ich verschwende hier meine Zeit. Odema wird mich ganz schön zusammenstauchen. Lass uns aufbrechen. Was kann ich jetzt noch fragen? Warum bist du hier? Erzähl mir etwas über dich selbst. Was kannst du mir über den Dürrwald sagen? Und in Ordnung, dann lass uns mal ins Lager zurückgehen. Na, also da möchte ich jetzt schon wissen, warum sie hier ist. Seliska seufzt ungleichmäßig. Ihre Augen suchen den Boden bei ihren Füßen ab. Füße? Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in Xamittel zu tun. Und dennoch, ich werde alles für sie tun, weil sie... Nun, sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich habe schon früher mit Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Karawane auf diese Route. Er tut es nur mir zuliebe. So, erzähl mir doch mal was über dich selbst. Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Durwald auf. Meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rauhatei, ein anderer in Edia. Meine Schwester in Goldhall ist die einzige echte Stubenmuggerin. Ja, ich würde auch gerne mal tatsächlich wirklich was über den Durwald erfahren. Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Edirreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen. Okay, damit kann ich leben. In Ordnung, dann lass uns mal ins Lager zurückgehen. Ich an deiner Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Sparfel irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten uns zuerst aufsuchen und ein bisschen Vernunft einbläuen. Der Strom ist gleich da unten. Komm schon, lass uns dein Wasser holen. Okay. Was ist denn eigentlich gleich da unten? Gruppe hat 170 Erfahrungen erhalten. Das ist aber schön. Komm mit, Schweinchen. Oink, oink. Ah, da ist Wasser. Und hier drüben kommen wir sogar zum Wasser hin. Ich würde gerne Wasser. Wasser. Was sagt denn das Questlog? Finde Sparfel. Achso, wir sollen doch zu ihm zurückgehen. Sagt das doch jemand. Das kann ja keiner riechen. Ach, wie schön das aussieht. So, wie schön das aussieht. Wo war denn der Sparfel? Der stand doch vorhin noch
Hier, der alte Drecksack. So, Sparfe, wo bist du denn? Wo ist Sparfe? Karawanenreisender, Karawanenreisender, Karawanenreisender. Bist du Sparfe? Nee, du sahst irgendwie ein bisschen... Das ist der Odemar. Wen haben wir denn hier noch? Noch ein Karawanenreisender? Nee, Sparfel ist nicht in der Nähe. Die Frage ist, wo ist er hingegangen? Moment, wir schauen mal. Der muss ja hier irgendwo... Also hier haben wir ihn vorhin gesehen, haben ihn kurz angesprochen, hat gesagt, ich hol dir schon dein Wasser. Aber jetzt müssen wir ihn ja auch noch finden. Na, da werden wir heute nichts finden. Komm mit Schweinchen. Ich finde das Schweinchen hervorragend. Es sollte mehr Spiele mit Geisterschweinen geben. Und ich sehe es übrigens schon kommen. Dieses Let's Play wird wahrscheinlich 200 Folgen oder mehr haben. Eher mehr. So geht's uns beiden eigentlich relativ gut. Ja, ich würde gern in dein Inventar gucken. Ist das einfach I? Ja. Sie hat halt gar nichts. Achso, sie hat auch... Sparfel ist zur Jagd gegangen. Wenigstens hat er die Wasserschläuche hier gelassen. Jetzt aber wirklich. So. Du kauerst am Flussufer und tauchst deinen Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Kaliska in der Nähe wartet und Wache hält. Als du aufstehst, bemerkst du, wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Oh oh. Was? Aus den Bäumen tritt Sparfel hervor, einer der Speer. Im dämmerigen Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmend und verkrampft, taumelnd. Aliska runzelt die Stirn. Sparfel, bist du in Ordnung? Sparfel bleibt mit der Fußspitze an einem Fels hängen, worauf er vornüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft wie eine feindliche Fahne heraus. Dam dam. Wer bist du denn? Hinterhalt! Okay. Wir haben jetzt hier zwei Gegner. Ich würde mal sagen, wir schicken sie, ja, genau, bitte die Axt nehmen. Wir schicken sie direkt auf ihn und unseren Kollegen direkt mit Niederschlag auf sie. So, wie sieht das aus? Die hat 11 Schaden bekommen. So, dann gleich sie auch mit Niederschlag, bitte. Manchmal sind eine Waffe oder ein Zauber einfach nicht geeignet, um die Schadensreduktion eines Feindes zu durchdringen. Wenn der Angriff ein Treffer ist, hebt die SR den gesamten theoretisch erlittenen Schaden auf bis zu einem kleinen Prozentsatz. Du hörst, wie deine Charakter sich beschweren, wenn das passiert. Halte die Ohren offen, achte darauf, welche Schadensart abgeblockt wurde und versuch es mit einer anderen Waffe oder einem anderen Zauber nochmal. Okay. Schmetterschaden. Das sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Hier, Freund, wie sieht's denn aus? Willst du vielleicht auch mal wieder draufschlagen? Genau, und jetzt auf ihn. Okay, einer deiner Charaktere hat sich erschöpft. Erschöpfung stehen für körperlichen und psychologischen Auswirkungen anstrengender Aktivitäten auf einen Charakter. Die Erschöpfung baut sich mit der Zeit auf, wenn der Charakter reist, Gebiete erforscht und vor allem kämpft. Einige skriptete Interaktionen führen auch zur Erschöpfung, wenn sie besonders anstrengend sind. Die Athletikfähigkeit verlangsamt automatisch die Entstehung von Erschöpfung aus allen Quellen. Okay. Du sollst ihn verprügeln, bitte. So, das war's mit dir, Kollege. Na, erstmal nehmen wir das hier mit. So. Oh, direkt eine Rüstung gefunden. Sehr schön. Gleich mal ins Inventar gucken, was Madame ausgerüstet hat. Ich habe ja hier so eine Brigantine, eine schwere Rüstung mit
10 und Erholungsgeschwindigkeit minus 50%. Und sie hat... Okay, das Teil können wir also aktuell nicht gebrauchen. Die Rohhautrüstung. Das bedeutet für beide wieder zurück. Von ihm können wir nichts mitnehmen. Und jetzt können wir den hier erstmal berichten. Alles klar, euer Kumpel ist tot. Scheiße. Das ist jetzt natürlich ein ungünstiger Start hier ins Abenteuer. Wenn direkt erstmal der Kollege getötet wurde. Noch einer. Komm schon. Uiuiui, das sieht aber gar nicht gut aus. Verdammt. Glanfatanischer Anführer sagt, überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste... Ach nee. Doch überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste der anderen Reisenden verstreut. Ausgestreckt mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutgedrängten Boden. Kaliska führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfen steigen, ihre Äxte aus Körpern reißen, als ob sie in zwei gespalten Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch dem ausgedehnten Haufen unter ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und mit einem stattlichen, verknoteten Bart ausgestattet, hält einen Mann, den du als Heodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Und jetzt sagt er auch was. Leg deine Waffen nieder, Eindringling! Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. So, jetzt können wir hier zum Beispiel mit unserem Wissen, also mit der Wissensfertigkeit, schon mal direkt antworten. Also, warum habt ihr das getan? Unsere Hände haben die Ruine nicht besudelt. Männer von Ayr Glanfat. Wir sind keine Eindringlinge. Wir möchten dieses Gebiet lediglich durchqueren. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ich hätte überhaupt nichts damit zu tun. Mörder! Für jedes Leben werdet ihr büßen. Ihr werdet eh versuchen, uns alle zu töten. Warum sollten wir es euch leicht machen? Nein, wir probieren es mit Wissen, mit Schlau. Deine Worte machen keinen Eindruck auf mich, da ich die Wahrheit mit eigenen Augen gesehen habe. Diese Störung muss mit Blut abgegolten werden. Du hast nun einen Rang in einem Gesinnungsruf. Dieser Ruf spiegelt wider, wie deine Persönlichkeit in der Spielwelt wahrgenommen wird. Selbst ein offenbar schrecklicher Ruf wird einigen Leuten gefallen und ein gutmütiger Ruf kann bestimmten Personen anwidern. In Pillars of Eternity ist keine Gesinnung ausschließlich gut oder schlecht, aber wenn dein Hauptcharakter ein Priester oder Paladin ist, musst du aufpassen, dass deine Gesinnung nicht den Vorlieben ihrer Gottheit oder ihres Ordens widerspricht. Ausschließlich für den Hauptcharakter beeinflusst die Gesinnung die Effekte von heiliger Glanz und Glaube und Überzeugung. Gut, interessiert uns nicht, weil wir sind kein Paladin oder was anderes. Also, ich sage es nochmal, leg deine Waffen nieder. Vertrau ihnen nicht, sie wollen uns alle töten. Wir tragen hieran keine Schuld. Willst du nicht einfach zur Vernunft kommen? Nur ein Narr greift einen schwächeren Feind an, während ein stärkerer noch steht. Oh, Wahrnehmung 14, das dürfen wir nicht machen. Intelligenz 13. Sicher, du kannst ihn umbringen, aber damit besiegelst du deinen eigenen Tod. Ja, da klatsche ich mal für diese Antwort. Auf den Mann zustürzen, bevor er reagieren kann. Alles klar, Athletik 1 wird dafür nicht ausreichen. Der Tierzahnkette, um deinen Hals nachzuschließen, seid ihr Anhänger Galaweins. Würdet ihr aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galawein es euch befehlen würde? Die Waffen ablegen? Nun gut, lass ihn gehen. Bewaffnet bleiben. Wenn ich meine Waffen ablege, sind wir alle tot. Ich würde gerne mit der Intelligenz 15 es probieren. Der Mann runzelt die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt... Als würde er mit seiner Axt ausziehen? Was? Heodan zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Stattdessen legt der Mann interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich, aber das würde er nicht, denn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Und ich habe jetzt nur eine Antwortmöglichkeit. Woher weißt du das? Weil es sich mit ihrer Überzeugung deckt? Oder, nicht Ober, oder weil es das ist, was man dir gesagt hat. Der Mann starrt dich zornig an. Mein Volk hat schon immer Ich verstehe. Und welches von Galaweins Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Jugend und Stärke ersetzt werden muss? Meinst du wirklich, dass Galawein es befürworten würde, ein paar modrige, zerbröselte Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zu Staub zerfallen sind?
Die Nasenflügel des Mannes blähen sich auf, als er zu schimpfen beginnt. Das würde er, das hätte er uns gesagt. Das hat er bestimmt, nur dir persönlich nicht. Aber warum sollte dich das davon abhalten, Unschuldige umzubringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert, um sie fast fallen lässt, was Heodan den einen Augenblick verschafft, sich von dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Vor Wut aufheulend stürmt der Mann stattdessen auf dich zu. Also auf mich. Huiuiui. Okay, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen... Was hast denn du? Du hast einen Dolch, du hast einen Dolch und du hast einen Dolch. Blendender Schlag. Der hier ist ja eine bestimmte kräftige Type, deswegen... So, sie erstmal an den Bogenschützen und wir auch an den Großen. Und feuerfrei. Ich sehe das gar nicht so gut, wenn das hier so weit weg ist. Okay, wir brauchen mit ihr mal diesen Schlag. Damit ist der schon mal da niedergelegt und... Tot. Du hast einen kritischen Treffer gelandet. Ein kritischer Treffer ist ein besseres Ergebnis als ein Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kritischen Treffer landest, ist höher, wenn die Genauigkeit des Angriffs über der Verteidigung des Ziels liegt. Angriffe, die Schaden anrichten, richten höheren Schaden an, als wenn sie als kritischen Treffer landen. Angriffe, die Statuseffekte oder Wirkung auslesen, haben eine längere Dauer, wenn sie als kritischer Treffer landen. Alles klar. Wenn die als kritischer Treffer landen. Leichte Treffer sind schwächer als Treffer, ihr Schaden ist niedriger. Effekte und Wirkung halten weniger lang. Okay. Goodbye. Ach, du liegst... Naja, du lagst noch. So. Des Aufsehens nicht mehr fähig, liegt dein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchendem, unbeständigen Atemzügen. Er schaut dich nicht an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Ah, weiter. Angesichts seiner erstickten Seufzer, kaum hörbar, wirbelt ein flüsternder Windstoß durch die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und du bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. Inmitten des heulenden Mahlstroms bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden über Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrad lehnt. Mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside. Schnell hinein! Renn! Na, dann machen wir das. Ich durfte die nicht looten. Ach du Gott, was passiert denn jetzt? Ich ahne Schlimmes. Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und krallst dich in den Furchen eines verwitterten Felses fest. Dann beginnst du, dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energieschub über den Felssprung. Heodan ist aufgrund seiner Verletzung und seines anfänglichen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stürzt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln und schlägt nach ihm, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in deiner Nähe. Trotz des Windes hattest du von deiner Position eine gute Trefferchance, wenn du deine Waffe auf den Angreifer werfen würdest. Dem Angreifer deine Waffe entgegenwirfen, die Möglichkeit haben wir, Heodan gestatten, sich selbst zu befreien. Nee, also ich will den ja schon retten. Du zielst genau und dein Treffer befreit Heodan. Heodan kommt torkelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine Windböe zur Seite und reißt eine seiner Hände hoch.
Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an. Und du hast das Gefühl, als würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen. Sie halten gerade lang genug, dass Heodan wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erbebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindung lockert und Gleichgewicht aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. Cool. Damit wäre ja der erste Teil sozusagen dieser Missionsgeschichte schon geschafft. So, und bevor wir weitermachen, beende ich diese Folge an dieser Stelle. Es sind schon wieder 26 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Wir gucken uns diese Höhle in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und über einen Daumen nach oben oder über ein Abo, falls ihr mich noch nicht könnt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Macht's gut, danke und tschüss.